Zunächst aber hier zurück nach Hamburg, Herr Baum. Ich habe es eben schon gesagt, unerlaubterweise, 87 sind Sie. Darf ich Sie ganz persönlich fragen, Sie als Mitglied der Corona-Risikogruppe, wie erleben Sie diese letzten Wochen? Wie reisen Sie? Wie leben Sie gerade? Also ich reise wenig, muss ich sagen. Es gibt auch eigentlich wenig Gelegenheiten. Nicht? Also ich halte mich zurück, passe auf und bin aber nicht von Angst erfüllt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich in einer Todeszone bewege. Sie gehen angstfrei durchs Leben, ja? Ja. Einigermaßen mutig und umsorgt natürlich in der Häuslichkeit, in der man heute ist. Und ich habe ja im Gegensatz zu vielen anderen habe ich ja eine angenehme Häuslichkeit. Ich lebe nicht mit vielen Kindern in einer kleinen Wohnung und ich habe auch keine Kita-Probleme. Also ich bin Rentner, wenn Sie so wollen. Ein immer noch aktiver, aber etwas dem aktiven Leben entrückter Rentner. Wie fällt Ihr Urteil über die Politik aus im Moment? Also im Grunde gut. Also wir haben ja eines hingekriegt. Wir haben uns im Rahmen unseres Grundgesetzes bewegt. Das ist ernst zu nehmen. Die anderen Staaten, Frankreich, Spanien, Italien, haben Notstandsgesetze. Wir haben uns im geltenden Recht bewegt. Wir haben abgewogen, was Sie, ja, Frau Hoffmanns, gesagt haben, wir haben zwischen Grundrechten abgewogen und haben dann zunächst mal sehr rigoros reagiert. Aber das Wichtige ist, dass wir immer wieder geprüft haben, ist das notwendig? Das Wichtigste ist die Verhältnismäßigkeit. Ist das noch Verhältnismäßigkeit? Und wir haben einen Rechtsstaat, der funktioniert. Mhm. Wir haben Gerichte, die korrigieren. Die korrigieren, wenn es da und dort zu viel ist. Wir haben gewisse Defizite. Das Hauptdefizit in meinen Augen ist die mangelnde Mitwirkung der Parlamente. Die Parlamente diskutieren, aber die Parlamente müssen in kürzeren Abständen die Grundentscheidung treffen, ob das noch so geht. Und sie dürfen nicht so viel an Ermächtigungen den Regierungen überantworten. Deshalb ist das Infektionsschutzgesetz revisionsbedürftig. Also der Parlamentarismus ist jetzt auch da, nicht nur die Regierung. Genau, es ist eine neue Phase, die jetzt anbricht. Das ist auch eine spannende Phase. Sagen noch mal ganz kurz gefragt, wer macht für Sie da im Moment die beste Figur? Auch von den Ministerpräsidenten. Ist es eher Söder, ist es eher Laschet, um es mal zuzuspitzen? Ich weiche der Frage aus, eine Mischung, würde ich mal sagen. Der Söder hat mich durchaus beeindruckt. Der hat Qualitäten, die auch sichtbar werden, über die Sache hinaus. Ich hätte ihm gar nicht zugetraut. Manche Leute sagen, er ist opportunistisch. Das kann ich nicht einschätzen, aber er macht einen doch resoluten Eindruck und steht zu seiner Sache. Auch Laschet auch, auf seine Weise. Also das ergänzt sich irgendwo, finde ich. Und wir werden ja sehen. Ich merke gerade, Sie sind vom diplomatischen Dienst. Ich bin ganz unsicher, wen ich zum Bundeskanzler wählen würde. Also heute ganz, ganz unsicher. Okay, aber Sie haben ein, zwei Namen haben Sie im Kopf, ja? Ja, mehr gibt es ja eigentlich nicht. 4, 5 oder so. Okay. Ist aber heute nicht unser Thema. Ich stelle Ihnen eine einfachere Frage. Sind Sie eher im Team Kubicki oder eher im Team Lindner? In keinem. So schlimm? In keinem von beiden. So schlimm? Ich bin vielleicht im Team Stamp, ja? Oder nein, also ich habe eine gewisse Distanz. Schämen Sie sich dafür? Irritiert, das klingt jetzt gerade so. Oder schämen Sie sich dafür? Nein, ich schäme mich nicht. Ich bin ein bisschen irritiert über diese Sprunghaftigkeit der FDP. Und ich vermisse so eine Linie. Wo geht es hin mit dem Liberalismus? Wie wollen wir morgen in Freiheit leben? Das muss eine Perspektive sein, die ich verstehe. Wo also die einzelnen Dinge dann auch sich erklären lassen, die man macht. Also ich finde, die FDP muss fundierter daran gehen, wie die Gesellschaft morgen aussieht. Und sie muss das Lebensgefühl der Menschen erreichen. Ja? Das ist nicht nur nüchterne Kalkulation im Steuerrecht oder im Wirtschaft. Denn die Menschen haben Gefühle, sie haben Sehnsüchte, mal Ängste. Und darauf muss man eingehen. Ja, darf ich Sie mal fragen, wie Sie dieses Zitat von Wolfgang Kubicki wahrgenommen haben, der irgendwann sagte, ich meine, immerhin Vizepräsident des Parlaments, der sagte bei einer Gelegenheit, als das Robert-Koch-Institut wieder seine Pressekonferenz abhielt, Herr Wieler und andere, sagte, dass die R-Zahl jetzt wieder Richtung 1 geht, die Reproduktionszahl, das ist, ich zitiere, politisch gewollt. Na, das ist natürlich, also diese ganzen Äußerungen, diese Bundestagsvizepräsident. Naja, das ist für mich nicht akzeptabel. Also die ganzen Angriffe auf die Wissenschaft verstehe ich nicht. Und im Grunde, warum bestraft man eigentlich den Boten? Das Problem ist das Virus.
Und immer diese Wissenschaftsschelte aus den Reihen einer Partei, die eigentlich der Vernunft verbunden ist, das verstehe ich nicht. Da gibt es unterschiedliche Meinungen oder Wissenschaften. Ich habe hohen Respekt, dass die auch suchen, dass da eine Kontroverse stattfindet, eine wissenschaftliche. Wie Bild das jetzt ausmünzt, sozusagen im politischen Tagesgeschäft gegen Drosten, das halte ich für falsch. Wir brauchen die Wissenschaft und im Grunde legen sie die Grundlage für die Reaktion, ich glaube, von 115 Staaten, überall die gleiche Grundeinschätzung. Also ich meine, dieser Grundkonsens, den wir haben, der war richtig. Und wir müssen jetzt nur wirklich, wirklich minutiös überprüfen, ist das noch gegeben? Und was schleppen wir möglicherweise in die Zeit nach Corona? Ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis, dass man sich immer mehr auf den Staat verlässt. Es gibt also so Anzeichen beim Versammlungsrecht, das ist ja ganz entscheidend für die Demokratie, dass sich da was hineinschleichen könnte in die Zeit nach Corona. Müssen wir sehr aufpassen. Also wir dürfen nach Corona keinen Sicherheitsvirus haben. Wir müssen das alte Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit aushalten und wieder zu ihm zurückkehren. Und Sie haben das eben erwähnt, wenn jemand auf der Autobahn ums Leben kommt, ist das meistens sein Fehler oder der Fehler anderer. Wenn er sich zu Tode raucht, ist das sein Fehler. Aber hier geht es darum, dass der Staat, wenn er Menschenleben retten könnte, das auch tun muss. Das ist das Lebensrecht. Das ist die entscheidende Frage. Da sind wir jetzt